Normalerweise wählen sich die Bullen ja immer auf der Seite des Guten und sagen, ja, diese Shorties, diejenigen, die auf fallende Kurse spekulieren, das sei unmoralisch, würde gar nicht gehen, weil sie nicht verstehen, dass gerade diese Shorties eine wichtige Funktion in den Märkten haben, etwa indem sie dann auch wieder als Käufer auftreten, wenn sie Short gewesen sind und möglicherweise die Märkte in Panik sind, stellen diese Shorties ihre Position glatt, dadurch treten sie als Käufer auf und stabilisieren die Märkte. Aber jetzt kommen die Bullen in eine etwas skurrile Situation, denn sie müssen hoffen, dass die Rezession bald kommt in den USA, dass also die Wirtschaft sich deutlich verschlechtert, dass dann eben die Fed sagt, oh, jetzt in dieser Rezession, da können wir vielleicht doch nicht die Zinsen so stark anheben, doch nicht so stark die Bilanzsumme reduzieren. Mit anderen Worten, die Bullen müssen hoffen, dass die wirtschaftliche Entwicklung dazu führt, dass die Fed weniger aggressiv vorgeht, als sie es eigentlich geplant hat. Und das ist jetzt die Situation, in der wir sind. Heute zwei wichtige Ereignisse, die darüber Aufschluss geben, wie die weitere Lage sich entwickeln dürfte. Gestern zunächst mal Rückblick, da gab es ja eigentlich nur schlechte Nachrichten. Goldman Sachs hat die Prognose für die US-Wirtschaft runtergenommen. Die EU hat ihre Prognose runtergenommen. Katastrophale Daten aus China. Die Konjunkturdaten dort blank fine, der Goldman Sachser warnt vor Rezessionsrisiken, Bernanke vor Stagflationsrisiken. Dafür haben sich die Märkte eigentlich ziemlich gut gehalten, da unverändert S&P, leichte Minus, Nasdaq, deutliche Minus. Wir sehen allerdings, wenn wir uns mal die Sektoren anschauen, dass das schon ein Risk-Off-Modus war, denn defensive Sektoren wie Healthcare, wie Consumer Staples, wie Utilities, die waren vorne, während die Risk-On-Sektoren wie Financials, vor allem Technology und Consumer Discretionary, also Dinge, die man nicht täglich braucht, die nicht zwingend notwendig sind, das sind Consumer Discretionary, die lagen ganz hinten. Heute, erstes wichtiges Ereignis, 20 Uhr, da wird Jerome Powell bei einer Veranstaltung des Wall Street Journal sprechen. Die hat typischerweise den Namen The Future of Everything Festival, also da geht es um die Zukunft von allem, dementsprechend auch um die Zukunft der Geldpolitik. Das wird wichtig, wird Jerome Powell da von seiner sehr hawkischen Haltung abrücken. Er hat ja mehrfach jetzt gesagt, ja, wir müssen die Inflation bekämpfen, denn wenn wir es nicht effektiv tun, dann hat die Wirtschaft so oder so ein Problem. Also lasst uns die Wirtschaft bekämpfen, auch wenn das ein bisschen wehtun wird. A little pain wird dadurch ausgelöst, hat er gesagt. Und das zweite wichtige Ereignis heute, das sind die US-Einzelhandelsumsätze. Hier oben sehen wir die letzten Monate, heute erwartet plus 0,9%. Unten in dieser Grafik sehen wir mal die letzten Jahre und da sehen wir diesen massiven Ausschlag. Erst nach unten Corona-Crash, Lockdown und dann eben Stimulus-Checks, Fed druckt Geld, Bums, dann ging der Konsum nach oben. Also das zeigt so eine gewisse Nervosität, die hier in diesen Daten erkennbar ist. Und die Märkte sind nervös vor diesen Zahlen, denn der US-Konsum ist von so entscheidender Bedeutung. 17% des gesamten Welt-BIPs machen die US-Konsumenten aus. Das ist mehr als ganz China auf die Waage bringt mit seinem BIP, nämlich 16%. Und dann Japan 6%, Deutschland 5%. Also der US-Konsument ist von entscheidender Bedeutung und der ist ja jetzt ein bisschen angefressen durch die Inflation, indem die Preise so stark steigen, kann er sich weniger leisten, zumal jetzt die Stimulus-Schecks aufgebraucht sind. Also diese Unterstützungsmaßnahmen sind abgelaufen. Jetzt sorgen hohe Preise für weniger Kaufkraft, für weniger tatsächliche Kaufkraft. Und gleichzeitig steigen die Zinsen, straffen sich die Financial Conditions, sodass dann eben die Schulden, die die Amerikaner ja auch sehr fleißig aufgesammelt haben, natürlich immer teurer werden. Wir sehen hier 68% der Schulden sind Hypothekenschulden. Es sind also Hauskreditschulden und wir sehen ja, dass die Mortgage Rates jetzt sehr deutlich gestiegen sind in den letzten Wochen und Monaten. Autofinanzierungen und Kreditkarten spielen ansonsten auch noch eine Rolle. Jetzt ist die große Frage. Wir sehen bei den weichen Daten, bei den Sentiment-Indikatoren, zum Beispiel die Umfrage der University of Michigan, wie ist es die Lage der Verbraucher, der Konsumenten, und die wird immer schlechter, immer negativer. Wir sehen, das stürzt regelrecht ab, aber das hatten wir vorher auch schon und der Konsum ist trotzdem nicht abgestürzt, weil es eine Differenz gab zwischen dem, was die Leute gesagt haben und dem, was die Leute gemacht haben. Jetzt aber könnten wir an eine Stelle kommen, wo diese Differenz kleiner wird, wo es also deckungsgleicher wird, was die Leute sagen und was die Leute faktisch dann auch machen. Also, dass sie zum Beispiel auf eine Reise verzichten, dass sie nicht mehr abends zum Essen ausgehen etc. Das dürfte
jetzt wahrscheinlicher werden, weil eben A, die Preise so massiv gestiegen sind und wie wir hier sehen, dieser Sugar Rush des Stimulus, der in den USA ja vor allem durch die Notenbank ermöglicht wurde und dann durch den Staat in Form von Schecks schlichtweg ausgezahlt wurde, dass der Konsum natürlich dann maßgeblich nach oben geschossen war, aber jetzt sind die Reserven aufgebraucht. Wir sehen, dass die Sparquote jetzt der Amerikaner unter der Zeit bei Beginn des Corona-Ausbruchs war. Also da sind die Reserven immer enger und jetzt steigen die Preise. Also kann man vermuten, dass der Konsum ein bisschen leidet, zumal die Credit Conditions, die Kreditkonditionen sich deutlich eintrüben. Die Banken gucken genauer hin, die Banken machen immer größere Rückstellungen für die Kredite, die sie vergeben haben, rechnen also mit verstärkten Kreditausfällen, schauen deswegen bei neuen Krediten genauer hin, überlegen, ist das wirklich jemand, der kreditwürdig ist? Im Zweifel wird dann Nein gesagt, dadurch wird die Kreditvergabe sinken, dadurch sinkt der Konsum und so weiter und so kommen wir in eine Spirale, die dann nach Rezession klingt. Und wir sehen hier auch, dass eben vor allem das sogenannte Discretionary Spending, also die Sachen, die man nicht wirklich täglich braucht, wie Klopapier, Essen, Trinken, dass die wohl betroffen sein werden. Und jemand aus diesem Sektor, nämlich Elon Musk, mit Tesla sagt, die USA ist wahrscheinlich schon in einer Rezession, die schlimmer werden wird. Also das deutet darauf hin, dass wir da durchaus Schwäche sehen, zumal wir gestern beim New York Empire State Index gesehen haben, dass hier die Dinge doch schon sehr stark konjunkturell sich eintrüben und die Chance der Bullen ist eben, dass jetzt dieser Fokus in Richtung Rezession geht und nicht mehr in Richtung, oh, wie hoch wird die Fed die Zinsen anheben, sondern die Überlegung entsteht, sie können die Zinsen gar nicht so anheben, weil die Wirtschaft ja schon absäuft. Hier sehen wir vielleicht einen Hinweis darauf, dass wir vor einer Rezession sind, auch im Nasdaq. Jedes Mal, wenn der Nasdaq 6 Verlustwochen in Folge mit minus mindestens 1% Verlust hatte, dann waren wir im Umfeld einer Rezession. Meistens geschah das kurz vor einer Rezession, so etwa 1973, 1980, 1990, 2001. Nur bei der Finanzkrise war das nicht der Fall, aber könnte jetzt sehr, sehr wohl der Fall sein. Und auf der anderen Seite ist das kurzfristig für die Bullen gut, wenn jetzt der Zweifel kommt, ob die Fed vielleicht die Zinsen so deutlich anheben kann. Aber wir sehen, dass Bärenmärkte in einer Rezession besonders schwer sind, schlichtweg, weil eben dann die Unternehmen auch weniger Geld verdienen, damit sich die Bewertungsfrage stellt, sind die Unternehmen das wirklich wert, was da aufgerufen wird. Und derzeit sind ja immer noch die Bewertungen sportlich. Jedenfalls sehen wir, dass durchschnittlich in solchen Bärenmärkten an Rezession die Märkte 34,8% fallen und ein solcher Bärenmarkt 15 Monate durchschnittlich dauert. Wir sehen auch bei der Fed schon erste Zweifel. Jerome Powell hat ja immer wieder gesagt, oh, super strong economy, alles super, alles toll, alles super, wir sind super stark. Jetzt sagt er immer wieder, es gibt Faktoren, die wir nicht kontrollieren können. Das ist natürlich ein Verweis auf den Ukraine-Krieg, der auch in den USA natürlich zu Kostensteigerungen führt, zu Lieferengpässen, zu Materialmangel. Auch in den USA steigen die Preise sehr massiv an der Tankstelle. Und das ist dann etwas, was ein Politikum ist, aber natürlich den Leuten auch zeigt, ja, da ist Inflation, da wird mir das Geld aus der Tasche gezogen, gibt Berichte. Jetzt hat jemand erzählt hier aus dem Finanzsektor auch, der an einer Tankstelle war, dann hat jemand, der da auch getankt hat, die Polizei gerufen und gesagt, ich werde ausgeraubt, kam die Polizei und hat gesagt, ja, was ist passiert, wo wurden Sie ausgeraubt? Hier, meinte er, an Zapfsäule Nummer 6. Also das ist schon natürlich im Bewusstsein und die Kritik an der Fed ist auch immer mehr im Bewusstsein. Wir haben jetzt auch Bernanke, der gesagt hat, ja, also diese laxe Haltung, als man schon hätte die Zinsen anheben können müssen, als die Fed immer noch erzählt hat, Inflation is transitory, das war ein Fehler gewesen. Also Jim Bianco verweist darauf, dass es so viele Kritiker auch von ehemalige Fed-Mitglieder jetzt gibt, die kritisch sich äußern, Dudley zum Beispiel und andere, die sagen, da hat man viel zu lange gewartet, jetzt hat sich auch Helikopter Ben in die Riege derjenigen eingereiht, die Fed kritisieren. Das zeigt den Druck, der auf der Fed lastet. Das zeigt auch den Handlungsdruck, jetzt diesen Fehler wieder gut machen zu wollen. Auf der anderen Seite irgendwie diese schmale Gratwanderung zwischen, ich mache die Wirtschaft kaputt, lass die Finanzmärkte crashen, will die Nachfrage nach unten kriegen. Auf der einen Seite will die Financial Conditions straffen und irgendwie das ganze Schiff dennoch über Wasser zu halten. Eine schwierige Gratwanderung. Jedenfalls sehen wir hier mal,
Oben, das sind die Wachstumserwartungen, BIP-Prognosen für 2022, gehen immer weiter nach unten. Unten sehen wir die Inflationsprognosen, gehen immer weiter nach oben. All das heißt Stagflation, um es mit einem Wort mal zu sagen. Michael Guyatt sagt hier, ja, wenn die Fed versucht ja vor allem die Vermögenspreise jetzt nach unten zu kriegen, also Immobilienpreise und auch Aktienpreise. Sie will nicht, dass diese Sektoren crashen, aber sie will, dass die nicht mehr so heiß laufen, damit die Amerikaner sich weniger reich fühlen auf dem Papier, damit nachfragen, damit als Käufer auftreten. Das Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot ist das Problem. Jetzt sagt Michael Guyatt, ja, die würden natürlich mit Zinsanhebungen die Hauspreise ein bisschen abkühlen, aber vor allem würden sie damit auch das Lohnwachstum bremsen, denn höhere Kosten für Geld heißt für Unternehmen, sie können weniger Geld für Mitarbeiter ausgeben. Das würde diese Lohnpreisspirale, die in den USA schon begonnen hat, deutlich weiter ist als etwa in Europa, würde diese ganze Lohnpreisspirale ein bisschen unter Kontrolle bringen. Aber wenn eben die Arbeitnehmer dann nicht so viel Geld verdienen, dann kann eben auch die Rent Inflation nicht so stark steigen, also die Mietpreisinflation. Das sind also die Zusammenhänge, die hier wirklich von Relevanz sind. Und wie diese Lohnspirale derzeit aussieht, das zeigt etwa das Beispiel von Microsoft, die gestern mal angekündigt haben, oh, wir würden mal das Gehalt verdoppeln für unsere Mitarbeiter, weil eben diese Mitarbeiter insgesamt am Arbeitsmarkt in einer tollen Position sind. Arbeitslosigkeit praktisch auf 50-Jahrestief. Es gibt über 5 Millionen mehr Menschen, die oder 5 Millionen mehr Stellen als Arbeitslose, die angeboten werden, also offene Stellen, hier Jobs Report, die zeigen, es ist wahnsinnig schwierig, diese Stellen zu füllen. Dementsprechend sind die Arbeitnehmer in einer sehr guten Position. Deswegen Microsoft mal eben mit einer Gehaltsverdopplung, naja, okay, kann man machen. Und der Chip-Gigant TSMC aus Taiwan hat jetzt angekündigt, auch seine Preise für Chips anzuheben aufgrund der gestiegenen Kosten. Also wir sehen, dieser Lohndruck geht weiter, der Kostendruck geht weiter. All das wird nicht so schnell abebben und da muss die Fed durchaus etwas tun. Jetzt schauen wir uns mal an, wie es eigentlich um die Märkte aussieht. Wir haben gestern gesehen, es ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Es ist geschwankt. Hier sehen wir mal diesen Trendkanal, diesen abwärtsgerichteten Trendkanal. Da hat der S&P 500 wichtige Unterstützungen gehalten, eben in diesem Bereich 3860 um und bei. Dann sind wir nach oben, hätten eigentlich im bullischen Szenario gleich noch mehr Anschluss nach oben kriegen müssen. Vielleicht hier zu wichtigen Fibonacci-Retracements, etwa bei 4150 Punkten in etwa. Wir sehen hier unten in diesem Chart, das war ein ziemliches Auf und Ab, ziemlich unklar. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass der VIX nicht mehr steigt, sondern fällt. Das könnte ein Hoffnungszeichen auch für die Bullen sein. Tesla hat jetzt übrigens 100.000 Autos zurückrufen müssen in China. Man hat auf der anderen Seite jetzt eingestehen müssen, dass man Shanghai, diese Gigafactory, deutlich später wird eröffnen können. Jetzt in Sachen Elon Musk, der Twitter-Deal sei not out of question. Also das ist schon sehr viel distanzierter. Er sagt, ja, der ist noch drin, dieser Deal in Sachen Kauf von Twitter. Aber das klingt doch schon nicht mehr so, als würde das wirklich sicher sein. Und nochmal zu China. Hier haben die China State Planner gesagt, die chinesische Wirtschaft hat increasing downward pressure, also gestiegenen Abwärtsdruck. Vielleicht brauchen wir das bei der EZB mal auch, so staatliche Planer, also dass dann praktisch die Wirtschaftsdaten nicht ermittelt werden, sondern im Vorhinein schon festgelegt werden, sodass man dann auch gar nicht nachrechnen muss, ob die Wirtschaft wirklich so oder so sich entwickelt hat, weil es ja vorher schon durch staatliche Planer festgelegt wurde. Die EZB wäre dafür geradezu prädestiniert. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Hinweise für diejenigen, die sich interessieren für Gold, Öl, Gas, Bitcoin. Bitcoin ja schwer unter Druck. Und zuletzt, wir haben Gold auch unter Druck gesehen. Öl hält sich sehr gut, ist gestiegen, ebenso wie tendenziell Gas. Da hat Rüdiger Born mal die Lage sich genau angeschaut. Also für diejenigen, die da investiert sind oder sich überlegen, da zu investieren, ist das ein absolutes Muss. Erster Hinweis, zweiter Hinweis. Artikel meines Kollegen Hannes Zipfel, der mal zeigt, wie so dieses ganze Surrounding bei Silber ist, kann man fast auf viele Edelmetalle ausweiten, der hier wirklich hochinteressante Grafiken, hochinteressante Analysen wiederbringt. Also zwei Artikel, die ich Ihnen anempfehlen möchte. 14:30 Uhr heute bei Finanzmarkt Welt, die US-Einzelhandelsumsätze und dann 20 Uhr werden wir uns auch genau anschauen bei Finanzmarkt Welt, was der Jeromi gesagt hat und werden das kommentieren. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.